So, hallo und willkommen zurück. Nein. Zurück zum Spiel. Was ist jetzt hier los? Wieso habe ich da irgendwo irgendwas, was losgeht? Ich folge euch, ich finde euch. Euch. Ihr wart jetzt irgendwie markiert. Hatte ich euch nicht schon da hochgeschickt? In der letzten Folge. Naja, das musste ich jetzt offensichtlich noch tun und jetzt geht's wieder weiter. Und ich glaube, nee, es sind nur noch zwei Runden, bis wir die wieder haben. Ach, guck mal, da wären ja noch welche gewesen, die wären viel näher dran gewesen. Wusstest du doch, dass ich. Ja, ihr verliert die Kontrolle über Bratislava. Jetzt haben wir ihnen gerade geholfen. Freudig spannte der Held im Winde die schwellenden Segel. Und nun setzte er sich hin ans Ruder und steuerte künstlich über die Flut. Ermöglicht die Ausbildung von Karavellen. Die Karavelle ist die erste Marineeinheit, die in der Lage ist, die Weltmeere zu erkunden. Außerdem wird der Bau des Observatoriums ermöglicht, das eine erhebliche Steigerung der Wissenschaft bringt. Zudem können Landeinheiten zu Wasser, Ozeangeländefelder überqueren. Na, das sind ja mal ganz großartige Neuigkeiten. Und ich habe hier einen Frachter, der ein Ziel sucht. Interessant, die Kumar hätten anscheinend eine Wissenschaft, von der wir profitieren könnten. Oder erhöhen wir einfach wieder mal den religiösen Druck, vor allem mit Bratislava. Ja, das machen wir. Und dann schaue ich mal, was hier oben jetzt eigentlich ist. Ich dachte, wir hätten die erobert. Ja, da gibt es nichts mehr zu machen. Vermute mal, das Problem ist, dass die Einheiten dort anlanden müssen. Pass mal auf, du gehst mal dahin. Das sind Pikeniere von den Jerusalemern. Du gehst hier weiter runter. Und dann schauen wir mal, ob da noch irgendwo von denen sind. Das scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein. So, was erforschen wir als nächstes? Dadurch, dass ich jetzt tatsächlich schon die hochseetauglichen Schiffe habe, kann ich jetzt in aller Ruhe das erforschen, was am schnellsten geht. Und das ist in dem Fall Schießpulver. Karthago kann jetzt die erste Karawelle bauen und wird dafür gerade mal vier Runden brauchen und dann können wir von dort aus weitergehen. So, du willst. Weißt du was? Wir machen hier mal Bereitschaft. Ihr könnt jetzt hier eine Mine errichten. Ihr müsst weiter darunter. Ihr könnt euch hier erstmal eine Runde ausruhen. Ihr haltet euch mal hier in Bereitschaft. Genau wie ihr auch. Und dann war es das für diese Runde mal wieder. So, die sind angekommen. Wir können sie modernisieren. Ja, traut euch, traut euch. Na, 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 na. Und damit läuten wir die nächste Runde ein. Was ist eigentlich mit den
Bauarbeitern hier. Sollen doch da sein. Eure Stadt ist konvertiert. Welche Stadt? Utica. Die Rache wird folgen. Brauchen wir die demnächst irgendwo? Könnte mir vorstellen, dass wir. Ach, da oben ist der Platz. So, die bleiben, aber die sollen dahin. Und Saguntum. Das geht gar nicht. Ey. Kann ein Saguntum. Kann Dings kaufen. Wie sieht es hier aus? Ah, ich vermute, weil wir nicht genügend Religion gesammelt haben, haben wir tatsächlich nicht. Können wir unsere Stadt nicht wieder zurück? Erobern. Was ist hier noch? Ah, die Stadt Panormus ist gewachsen. Aber leider in die falsche Richtung. Auf die offene See hinaus. So, warte mal. Ihr könnt auch was Neues tun. Hipporegius ist bekehrt. Das heißt, ich kann jetzt nach Sankt Petersburg. Armbrustschütze? Ich bin Armbrust nicht schützen. Noch nicht. Ah ja, in dieser Runde noch nicht. Ihr haltet euch mal schön bereit. Und ich überlege gerade, ich glaube in dieser Runde. Na. Ich sag in dieser Runde den St. Petersburgern erstmal gar nichts. Oh, Machu Picchu von Katharina beendet. Na, dann ist ja gut, dass wir damit nicht angefangen haben. Nicht mehr befreundet mit Bratislava. Eure Stadt wird religiös. Kauf mit Glauben möglich. Ah, sehr gut, ihr habt doch den wahren Glauben angenommen. Und wir sollten jetzt in der Lage sein, in Gades einen Missionar zu kaufen. Immer noch nicht. Wir brauchen 240 davon, um einen Missionar zu kaufen. Das heißt, wir brauchen noch mal eine Runde. Okay. Dann, St. Petersburg hat schon den wahren Glauben. Ich fürchte, dann müsst ihr weiter nach Moskau. Ihr fangt an, hier das zu bauen. Ihr geht hoch nach Utica. Und in Saguntum bauen wir noch die Stadtmauern, bevor wir uns dort auf die Sachen einlassen, die sie dort von uns wollen. Wieso sind so viele römische Einheiten hier rum? Das gefällt mir gar nicht. Seht ihr das? Da. Das sind mir ein bisschen viele römische Einheiten.
nämlich drüben. Will sich da etwa jemand sein Eisen zurückholen? Zwei große Belagerungseinheiten bei Kumar. Wir müssen Sidon bekehren. Am Himmels Willen bekommen wir denn die Dings noch da hoch? Nee, die habe ich jetzt schon in die andere Richtung geschickt. Die Stadt Hadrometum benötigt Wale. Wale? Macht ihr Scherze? Wo soll ich denn für euch Wale herkriegen? Wie sieht es eigentlich mit denen aus? Können die nicht mittlerweile auch mal befördert werden? Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Gewürze? Ihr hättet einen Haufen Eisen und Pferde. Ist ja interessant, ich auch. Ihr habt mehr Eisen und Pferde als ich. Das allerdings ist auch interessant. Gewürze habe ich. Oder hätte ich nur die, die ihr von uns wollt? Vier pro Runde, über 10 Runden sind es ja meistens, glaube ich. Oder, naja, hier steht es ja 30 Runden. Viermal ist 120. 120 Gold von 214, die sie offensichtlich hatte. Gut, das schädigt sie. So, ihr seid fertig. Trifft sich sehr gut, weil mit euch hatte ich dann vor. Hierher zu gehen. Während ihr jetzt eigentlich erstmal frei habt. Von wegen, hier ist schon wieder was Neues. Und ihr? Ah, es geht um die Produktion in Utica. In Utica bauen wir am besten auch mal Kaserne und Stadtmauern. So. Ach so, das ist außerhalb. Dann geht dahin. Mal schauen. Ich hab so den leisen Verdacht, Rom möchte uns bekriegen. So, jetzt pass mal auf. Und die Jungs hier, die können wir doch sicher befördern. Können wir? Und dann hätte ich die Jungs hier ganz gerne mal unterwegs. In Gades haben wir erstaunlich viel jetzt schon gebaut. Das Spiel schlägt das Opernhaus vor. Aufgrund der angespannten Situation würde ich aber gerne die Burg erst bauen. In Karthago dagegen. Lachen wir über solche Sachen nur und bauen lieber eine Bank. So, ihr könnt anfangen, hier ein Dings zu bauen. So, ihr müsst über 2 Runden darüber laufen. Das finde ich jetzt nicht so prall. So, in Karthago haben wir die Karavelle fertig. Und das heißt, wir können endlich das Meer erforschen.
Und sehen wir hoffentlich in der nächsten Runde schon ein bisschen mehr davon. So, ihr seid da, ihr könnt der Stadt ein wenig Glauben bringen. Ihr könnt anfangen abzuholzen. Ihr könnt weiter darüber. Hatte ich euch das nicht schon gesagt? Schöne Schiffe haben wir da. Genf ist in Ehrfurcht vor euch, nicht mehr befreundet mit Genf. So. Kommt ihr jetzt dahin? Dann können wir mit ihnen nämlich sagen. Ah, Utica hat wieder den wahren Glauben. Das ist schön. Können wir gerade noch irgendjemanden bekehren? Ich meine, die haben noch ein bisschen was anderes an Glauben und die auch. Oh, gut, kommen wir hier rüber. So, ihr steht vor Moskau. Dann bekehrt mal. Somit hat Moskau jetzt schon. Wir haben doch gar keinen Hafen. Eifer, Bübsch. Kann ja schlecht ein Fischerboot ohne Hafen bauen. Wir bekommen was dazu und können dann erst noch nichts damit anfangen. So was Dummes. Auf jeden Fall habt ihr fertig gebaut. Dann gehen wir wieder mehr ins Zentrum. Und dann ist es hier erstmal gut. Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter der Renaissance erreicht. Alexander, du wirst doch wohl nicht. So kann das nicht gehen. Also da musst du drüber wegkommen. Tut mir leid. Madame, unsere Missionarien-Propheten gehen, wohin sie wünschen. Nur nicht nach Rom. Wir haben. Doch, nach Rom auch. Ja, und ihr seid ja sowieso immer vorsichtig. Ich will hier mindestens noch eine Bekehrung machen. In der Stadt Hippo Regius wurde ein großer Schriftsteller geboren. Das hören wir gerne. So, wieso seid ihr angeschlagen? Und wieso sind die hier? Die sollten doch dahin. So, jetzt baut ihr hier ein Bergwerk. Und die Karawelle. Kann mal ein wenig hier durch. So, Utica möchte etwas bauen. Auch ihr könnt gut Stadtmauern gebrauchen.
So, ich habe doch da oben eigentlich meine Straßenauftrag gegeben. Ja, das wird einfach lange, lange dauern, okay. Ein Hyporheios, das ist ja da ganz unten. Nicht übel. So, jetzt pass auf. Man will von uns Amphitheater, Aquädukt und Universität, das kann ich euch, denke ich, alles geben. So, in Carthago Nova möchte man. Wegen dem einen kleinen Schiff da unten, das lohnt sich nicht wirklich. Aber er kann auf jeden Fall eine Gendarmerie gebrauchen hier. So. Ja, ich kann ein kleines Stück weit verstehen, wenn ihr da beunruhigt seid. Dann erschafft mal ein großes Werk, oh großer Meister. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht geliebt hatte. Was ist das, Walden? So, also, ihr landet mal hier. Ihr dagegen geht mal runter nach Petersburg. Oh. Wir sollten es ausnutzen, wenn wir hier noch weiter ins Landesinnere können, um uns ein wenig umzuschauen. Und ihr könnt jetzt erstmal Pause machen, nächste Runde. Die drei nehmen haben da auch schon Pause. Und ich warte, weil das Spiel von mir verlangt, bitte warten. Verarbeite Runden für die Stadt starten. Und bald haben wir Schießpulver. Der Tag, an dem zwei Armeen sich in einer Sekunde vernichten können, ist der Tag, an dem, so bleibt zu hoffen, alle zivilisierten Nationen umdenken und ihre Truppen auflösen. Ja, und dann hat das nicht. Diese Folge gehabt und Nobel hatte so ein schlechtes Gewissen, dass er einen Preis in die Welt gerufen hat. Ermöglicht die Ausbildung von Musketieren, der ersten Einheit im Spiel, die Feuerwaffen verwendet. So, und das hier dürfen wir jetzt auch ein bisschen weiter fortbewegen. Dann unsere. Unsere Propheten können wir auch mal auf größere Tour schicken. Was für ein Glauben ist das eigentlich? Ach, guck mal, Jakarta hat unseren Glauben ja schon. Sie haben nur noch einen anderen auch. Ja, ein Stück weit kann ich Katharina schon verstehen, wenn wir da schon mit zwei Leuten reingehen. So, als nächstes hätte ich gerne die Druckerpresse. Ihr braucht, was braucht ihr? Nationalepos? Runden. Es kann sein, dass ich 49 Runden dafür nichts daran arbeite. Hier hätte ich euch gern. So, diesen großen Propheten schicken wir jetzt weiter ins Landesinnere. Ja.
könnt ihr anscheinend gar nichts machen, das ist schade. So, und euch schicke ich hier mal außen rum. Und anscheinend ist es dann schon wieder Zeit für die nächste Runde. Gut, dann machen wir das auch. Hey, Moment mal. Denunzierung? Naja, na gut. Die ist immer noch sauer wegen den Dings. Das Lustige ist, wir haben ja den Wald abgeholzt, aber dann habe ich vergessen. Dass die Guten ja auch noch die eigentliche Plantage errichten müssen. Das heißt, ich muss die jetzt hier erstmal noch wieder hinschicken. Was ist mit euch? Ja. Könnt ihr jetzt was machen? So. Da drüben. Ihr habt euch schon wieder vom Glauben abgewandt. Schämt euch. Schämt euch dermaßen. So, für euch passiert gar nichts. Dann würde ich sagen, macht ihr erstmal Pause. Mal, kann ich eigentlich meine schweren Truppen, meine schweren Einheiten? In irgendeinem Sinn. Also schon beunruhigend, der orthodoxe Katholik, die orthodoxe Ostkirche hat uns wieder übertrumpft hier. Was ist hier noch? Der Schutz, den ihr weiterhin bietet, ist uns ein Trost. Was können wir für euch tun? Wollt ihr denn was für uns tun? Das bedeutet das, ihr könnt Gold bezahlen, um meine strategischen Ressourcen oder Luxusgüter dieses Staates zu verbessern. Wir schenken denen mal etwas Einfluss. Damit auf in die nächste Runde. So. Ich habe jetzt zwei Leute, die Moskau bekehren können. Und die werden das jetzt auch tun. St. Petersburg ist auch wieder zurück. Eieiei. Das nenne ich mal einen Glaubenskrieg. Eine Einheit wurde getötet, da hat vermutlich jemand unseren Dings erwischt. In der Stadt Utica wurde ein großer Musiker geboren, das ist eine großartige Nachricht. Welche Einheit wurde getötet und warum? Ah, ich schätze, die konnten da oben nicht allzu lange überleben. Wie spannend. So, ihr baut jetzt ein Arbeitsboot. Ja. Die wurden nicht getötet von externen Quellen. Und der große Musiker kann erst in der nächsten Runde was tun, aber in Utica können wir. Ja, die draußen aus dem Graben, muss ich einen Graben mehr hauen?
Produktion wählen. Ihr baut. Ein Opernhaus. Karthago baut. Ja, einen Tempel. Ihr baut eine Mine. Ihr geht dahin. Und ihr erforscht hier. Und ihr bekehrt. Und ihr bekehrt auch. Maurice Ravel. Bolero. Aber kann ja noch nichts tun. Ach, kann er vielleicht an dem Ort nichts tun? Dann gehe ich rüber nach Gnades. Jetzt ist er in Gades, kann aber auch nichts tun. Ich bin verwirrt. Vielleicht in Saguntum und so unterwegs. Wahrscheinlich haben wir in beiden Orten kein Opernhaus. Nächste Runde, habe ich doch gesagt. Heidenai. Und Spieler 3 und Spieler 4 haben wir auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Ich glaube sogar noch. Ah, da. Und Spieler 6 noch nicht. Und drei Spieler nicht entdeckt. Es wird wirklich Zeit, die Welt zu erforschen. Manila, schön. Mit den blauen Häuserdächern. Okay. Dann können wir jetzt hier hoch, weil da muss ja jetzt irgendwo irgendwas sein. Also ihr vergesst bitte nicht, dass ihr dahin müsst. Hier hat ein Frachter nichts zu tun. Alhambra, ihr könnt jetzt. Oh, Burkimji. Bringt eine kostenlose Burg in der Stadt des Baus. Eine Burg haben wir aber in dieser Stadt schon. Und Alhambra. Naja. So. Ihr müsst jetzt die Leute in St. Petersburg wieder bekehren. Ihr dürft noch eins. Gut. Ihr seid fertig. Dann geht mal hier hin. Ihr seid auch. Ne, ihr seid gerade erst da angekommen. Ah, da gibt es noch eine Truppe, die ich gesehen hatte. Die noch im Pausemodus ist. Wir können mal zum anderen. Dann brauchen wir einen neuen Handelsweg. Können wir jetzt mit Mailand handeln, um dort ja, auch ein bisschen was da hinzukriegen?
So, und die können hoffentlich endlich. Barbarenlager entfernt. Ihr habt ein Lager der niederträchtigen Barbaren vernichtet und dadurch 40 Gold erhalten. So. Na, seid ihr uns jetzt dankbar, Bratislava? Ah, sieht so aus. Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Tschüss und bis bald, bis zur nächsten Folge am Samstag.